Ich und Hugo spielen jetzt Jenga um 10 Subs. Nee! Digga, okay, ja. Boah! Yeah! Kann jetzt komplett risky sein, aber ich gehe mit dem hier. Digga, aber hä? Oh, oh, oh! Limbo, ey, ey. Wie schnell habe ich denn 30 Subs gerade gemacht? Junge, halt's Maul! I can bite right now. 3 AM is 2, also 3 Uhr morgens. Ha! Oh mein Gott, Digga. Was oh schlimm? Mein Gott, Digga. Hat sich das weggeschallert? Schmecker für Entdecker. Was sagst du, Robert? Ja, die haben einfach eine Pizza vergessen, die Fotzen. Ich zieh mich hier gerade um, Alter. Zieh meine Hose aus, dies, das. Und sehe da, dass die Leute da einfach... Digga, das ist einfach ein fucking Club. Ich glaube, die Brees sind am Band. Digga, was geht hier für ein Film? 2 Tickets zum Eröffnungsspiel am 11.06. gegen Rheinfeier. Im Volksparkstadion. Danke, Bro. Und noch ein Ticket. Okay. Zeig mal die Füllung. Boah. Das Ganze findet man auf Kinkerns, meine lieben Freunde. Boah. Digga, er haut sie mit einem Ding weg, das ist so respektlos hier gerade. Wir kommen 10 Minuten, essen 30.000 Kalorien zusammen und gehen. Training. Ich dreh's. Ein Highlight jetzt, ich darf zum ersten Mal einen Tee trinken. Stabiles Kostüm. Danke. Digga, die Jungs sind gekommen, haben kurz 30.000 Kalorien gegessen und gehen jetzt Training. Sag ehrlich, wie ist die Fanta? 10%, 100%. Digga, warum sieht die Fanta so aus, als wäre das so eine Mini-Cola, Digga? Das sieht aus wie die kleinste Fanta der Welt. Deswegen würde ich den Zustand über Nacht auf jeden Fall nicht eingehen. Denke, guck dir das an, hier haut sich ein Filet rein. Aus dieser Penny-Doku, welche Folge war es? Zweite, erste? Erste, zweite Folge von früher, vor 10 Jahren. Der mit dem blauen, hellblauen Basketball-Trikot, der da reinkommt und sagt, wie, ich habe Hausverbot, ich habe nicht geklaut, ich wohne hier. Ich verdiene nur mein Geld. Er spricht jetzt schlechter Deutsch als früher. Ja, Mann, leider. Ne? Dank Pascal. Alter. Macht man das. Boah. Digga, der Nutella ist so süß. Mir geht's gerade wundervoll. Was los, Max? Halt deine Werte sind eh nicht gut. Essen, zum ja. zweiten Mal quält er uns. Offiziell schlechter Mensch. Das Ventilator-Ding ist so heftig. Boom. Digga, das ist respektlos, Bro. Tut mir leid. Also bedien dich. Wenn du Bock hast, nimm dir so viel du willst. Schmeckt's? Oh mein Gott, das ist wirklich... Digga, er isst Nutella mit Brot. So, hier auch nochmal eine Faustformel. Es gibt nur zu wenig Nutella, aber nicht zu viel. Der Bro musste leider aus gesundheitlichen Gründen abbrechen, aber Props an ihn. So, er hätte zu 100% durchgezogen, so wie Hugo, der auch abbrechen musste, wegen den Werten. Diese Kombination, dieser Speisequark mit dem Nutella, ist geisteskrank. Was ist dein Statement vom heutigen Tag? Oder wenn ich das sehe, was er da gerade halt ist, nee, das. So sieht es, by the way, hinter den Kulissen aus. Die beiden Jungs schauen sich das Ganze an und switchen die Games. Boah. Crazy, Alter, was du drauf hast. Ach so, was ist denn das? Und Ali ist ein Tee seit 20 Minuten. Was machst du? Nee, mach weiter. Also ich hab schon 3 Displays mitgenommen, ne? 3? Okay. Zockst du allgemein? Seit wann zockst du FIFA? Ich hab damals einen seit Clip gesehen. Seit FIFA 17. Das erste, was ich von dir gesehen habe, war FIFA nämlich. Sterling! Ich fick doch dein Dad, Digga! Boah! Das Sherpa. Leonowski. Das, oh nein. Und jetzt wurde ich auch noch gebannt, Digga. Jetzt wurde ich auch noch gebannt von Dings. Oh. Walkout-Inform? Walkout-Inform? Spanien ist meistens Schrott. Was soll das jetzt? Du hast gegen die PlayStation Networks Verhaltenskodex verstoßen. Ich habe gegen deinen Vater verstoßen und deine Mutter habe ich auch gestoßen. Von hinten, du. Wer soll die Schere heben? Coach Aaron, geh jetzt mal zu ihm und zieh ein Ding, okay? Robert ist stinksauer auf dich, weil du den Alarm ausgelöst hast, er will jetzt ein Ding ziehen. Ja? Ja. Wir müssen jetzt eine halbe Stunde warten, bis die Feuerwehr da ist und solange geht nicht dieser verfickte Nuttensound aus. Ich kann das nicht mehr. Digga, das ballert richtig in den Ohren. Das ballert extrem. Du Hut! Wenn man das nicht abhacken kann oder so. Oh, Digga, das tut so auf, Bro. An der Stelle, meine lieben Freunde, check Kinkhands ab, da gibt's geile Sachen, Mann. Er ist wirklich sehr, sehr geil. Der schneidet auf entspannt Zwiebeln. Oh, die Cops, Mann, ne? Der kann mich am Arsch lecken, ihr kleinen Wichser. Schokobons Küsse, den wir auch bei Kinkhands haben. Mann, Digga. Ich kann das nicht mehr, Digga.
Also endlich ist auch dieser Nuttenfeuermelder aus, Alter. Sonst hätte ich hier wirklich... Wir sind alle ein bisschen verhalten. Oh, das ist das Geilste, das Pizza. Schmeckt scheiße. Der schmeckt bestimmt nicht gut, Digga. Nee, Bock, ey. Digga, die feiern da wieder, Alter. Was machen die da denn jeden Tag? Das ist doch geisteskrank. Das ist doch crazy. Digga, warum isst du denn jetzt? Keine Ahnung, ich wollte irgendwas essen. Die letzten Meter, meine lieben Freunde. Ich sage, overall hätte ich gedacht, dass es viel schwieriger ist. Echt? Ja. Ich finde es sehr, sehr schwer. Digga, ich hab einen Misch aus Krampf und die Beine schlafen ein. Nee, ich meine die komplette Challenge auch. Ach so, das meinst du? Ja. Ja. Wir haben ja beide gesagt, an Tag 2 wird keiner schaffen. Ja. 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 Easy. Ohne Probleme. Und jetzt darf ich das erste Mal was richtig trinken. Boah, ist das geisteskrank. Du bist schwarz vor Augen. Ey, Digga, ich bin satt. Ich bin satt. Ich hab grad bisschen was getrunken und bin satt. Also wirklich, jetzt muss ich eine Win-Challenge machen. Und da ist der Erdnussmoment. Und die ist nicht aufgefallen? Die eine salzige Erdnuss. Ich dachte wirklich, es ist in Ordnung jetzt. Ich dachte wirklich, wir dürfen jetzt wieder essen. Hat auch irgendwie was, dass ich jetzt wegen einer einzigen Erdnuss rausgewürgt habe. Wegen einer Erdnuss, Digga. Hat was. Schmeckt so krass. Das ist das erste Flüssignahrung, was wir trinken dürfen, mäßig. Ich frag mal, wie alt schätzt du? Was machst du? Dann sagen die so und so. Dann sag ich vlogge. Kannst du kurz erklären, was das für Geld ist? Ja, 200 Euro. Aber wie habe ich das Geld gewonnen? Wetten gewonnen. Was für Wetten? Jenga und Fortnite. Also bin ich in Fortnite und in Jenga besser als du? Nein. Boah. Gönn ich mir, Digga. Digga, ich würde so diese Erdnuss reinhauen. Niki halt auch. Ja, Niki ist auch raus. Kann man so fett sein, Digga. Fettes Schwein, Alter. 5 Minuten dürfen wir essen. Guten Appetit, Jungs. Guten Appetit. Langsam essen, viel kauen. Jahrelang bleibt er in seinem Haus, isst und isst und isst, bis er wieder lebensbedrohliche 400 Kilo wiegt. Helfer müssen ihn mit einem Kran aus seiner Wohnung befreien. Also ich bin durch. Oh, Digga. Und das war noch nicht mal alles. Ich werde noch eine Stunde weiter essen. Regie, ich brauche einen Zahnstocher. Ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Hier ist der Twitch-Chat. Live. 20 Uhr. Ich habe gerade gegessen. Bin jetzt schon satt, obwohl ich nicht so viel gegessen habe. Geisteskrank. Ich habe einen ganzen Cookie drin. Ich habe jetzt auch Cookie. Ich habe jetzt auch Cookie. Du hast 3 Cookies. Das ist zu viel. Das kann ich nicht. Das nimm. Er hat sogar Schokostückchen, die sind gerade neu entdeckt worden. Mir geht's voll gut, ich bin nur satt. Also, was ich da gerade auf Toilette erlebt habe, hätte ich gedacht, aber der Hotchip hat sich gemeldet. Digga, haben die das jetzt zu verhindern? Der hat 4 Nutella-Pfanne. Schlechter Mensch. Oh, stehe ich zu. Naja, ist mir auch egal.